Hallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu South Park Direkt, der Kulleritzer Reisprobe. Wir haben uns im letzten Part hier in South Park in der Innenstadt umgesehen. Und da ist mir tatsächlich eine Sache nicht aufgefallen. Und zwar das hier. Das hier ist eine Anspielung an Crack Baby Basketball. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen ja was. Habt ihr mir bestimmt oft genug in die Kommentare geschrieben. Ist mir nach der Folge dann auch eingefallen. Deswegen wollte ich das nur ganz kurz mal erwähnen. Der Raum da oben wirkt sehr unnötig. Ich glaube nicht, dass er das bleibt. Und bevor wir nun weiter nach unserer Hauptquest hinterherjagen, und zwar müssen wir Mosquito finden, welcher uns dann hilft, eine Schwäche zu finden, die wir ja brauchen als Superheld. Jeder Superheld hat eine Schwäche. Gucken wir uns hier weiterhin um in South Park, weil ich gerne mal alles erforschen möchte. Wie zum Beispiel, oh, ich habe mich da aufgeklärt, das war Elvis, nee, nicht Elvis, das war, oh Gott, wie hieß der? David Hasselhoff, ne? Ja, David Hasselhoff. Ich hab immer Elvis gesagt, glaube ich, ne, in South Park. Der Stab der Wahrheit. Es tut mir leid. Mich hat da auch einer richtig hart in den Kommentaren angemotzt, dass ich das falsch gesagt habe. Es tut mir leid. Es ist natürlich David Hasselhoff. Oh, für die neue Nase sieht besser aus als die alte. Genau, hier konnte man sich ja im ersten Teil umoperieren lassen. Wenn man Lust hatte. Und das Plündern war auch einfach mal ganz kurz. Keine Ahnung, ob das später wichtig wird, ob es ja auch wieder die Anspielung gibt. Also ob es ja auch wieder die Anspielung gibt, dass ich... Ich folge dir auf Instagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Gerne. Im Hintergrund gerade die Musik von San Diego. Sehr cool. Gut, dann habe ich... Stans Mutter jetzt als Freundin. Ist das nicht super? Ja, das finde ich super. Dankeschön. Und für dein Äußeres besteht auch immer noch Hoffnung. Oh, ich finde das Ding super gerade im Hintergrund. Gut, dann gucken wir mal, was hast du denn so zum Verkaufen? Du hast natürlich hier wieder so eine Randy-Schallplatte. Und ansonsten kann ich mir hier anscheinend Aussehen für mein Gesicht kaufen. Ah, das ist ja mega teuer hier. Alles klar. Dann werde ich wohl später wiederkommen. Aber ich kann sogar hier rein. In den Operationssaal. Interessant. Denke aber nicht, dass ich hier irgendwas Großartiges machen kann, oder? Nee, nee. Der sieht nicht danach aus, als würde ich hier irgendwas machen können. Ach, das ist auch zum Plündern. Alles klar. Gut, dann, vielleicht können wir hier später irgendwas machen. Ich weiß ja nicht, was die Entwickler so gemacht haben in diesem Spiel. Fürs Erste sind wir jetzt, glaube ich, hier aber fertig. Gut, in die Bank können wir nicht rein. Da liegt Lava davor. Ich finde die Lava immer noch super. Freeman's Taco. Freeman's Tacos. Wirklich? Jetzt wirklich? Morgan Freeman hat einen Taco-Shop eröffnet? Kommen wir gleich dazu. Ich gucke mir zuerst noch hier. Das ist, glaube ich, ein Second-Hand-Laden, oder? Sieht so ein bisschen aus wie ein Second-Hand-Laden. Was ist mit der Musik? Wow, hast du dein komplettes Outfit hier gekauft? Nee, nee. Riechst du das? Das habe ich geschenkt bekommen. Neuer Ware. Ja, hier könnte man auch Stuff kaufen. Das ist alles so verlockend, aber ich habe einfach kein Geld. Und was macht Sheila hier? Hallo? Na du, bist du mit Kai befreundet? Ja, bin ich. Möchtest du mit mir befreundet sein auf Instagram? Ich hab nicht viel für Selfies übrig. Schade. Guck mal hier, eine Ash Ketchum Mütze. WTF. Und da ist ein Fred Feuerstein Outfit. Und ich glaube, das hier soll Popeye sein. Ich glaube, das ist Popeye. Oh mein Gott. Da oben ist eine Gravity Falls Mütze. Okay, das finde ich super. Die Gravity Falls Mütze gefällt mir. Hier kann man bestimmt noch viel mehr Anspielungen finden, aber das sind jetzt spontan die Serien, die mir einfallen. Das hier könnte vielleicht eine Anspielung sein an Scooby-Doo. Ich weiß nicht, ob hier... Die Outfits hier könnten von Scooby-Doo sein. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ah, super. Schon wieder so ein toller Laden. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Okay. Und hier ist wieder ein Leiterrätsel, mit dem ich irgendwas machen kann. Ich weiß nur nicht was. Wo kann ich denn die Leiter brauchen? Kann ich hier zum Beispiel einfach hier über die Umkleide so ein bisschen spannen?
Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Da oben vielleicht? Weiß ja auch nicht, wo ich die hinschieben muss. Ah, sehr schön. Das sieht richtig aus. Da haben wir eine Maske gefunden. Kann ich hier alles mitnehmen oder wirklich nur die... Da ist zum Beispiel auch noch so eine gelbe Purse. Also so eine gelbe, ja nicht Purse, ne? Purse ist Brieftasche. Aber halt, du weißt, dass, ne, du hier nicht arbeitest, oder? So was halt. So ein gelbe... Was auch immer. Einfach was auch immer, Ultra. Okay, mit dir habe ich schon geguckt. Was auch sonst es hier alles noch gibt. Ihr könnt mir gerne weitere Anspielungen in die Kommentare schreiben. Bin ich immer offen dafür. Am Arbeiten oder fällt dir die Arbeit schwer? Aber jetzt gucken wir uns erstmal Morgan Freemans Taco-Laden an. Was zum Teufel? Bei Freemans Tacos. Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, dann lass es mich einfach wissen. Du wurdest ja schwer degradiert, ne? Im ersten Teil war es so der richtig krasse Typ, der einen den Plot-Twist am Ende erklärt hat. Jetzt hat er einen Taco-Laden. Ja gut, jedem sein Ding, ne? Wenn es ihm letzten Endes gefällt, ist ja alles okay. Ich habe einen Bart gefunden. Interessant. Und mit Morgan Freeman ein Foto machen. Das machen wir gleich. Als erst würde ich mir gern hier den Taco-Laden ein bisschen genauer angucken. Hi. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Du möchtest ein Foto mit mir? Nee, du möchtest kein Foto mit mir. Hier gibt es zum Beispiel noch eine Toilette. Ach komm, reden wir mit Morgan Freeman. Bei Freemans Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Nein, aber du darfst es mir gerne erklären, Morgan Freeman. Wie du willst. Okay. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um irgendwas anderes. Hier, alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht, wie viel Essen du brauchst, um diese Tortilla zu füllen. Jetzt schmeiß einfach alles zusammen. Katsching. Gut gemacht. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Das heißt, ich muss jetzt erstmal... Ach nee, du hast es mir schon gegeben. Alles klar. Dankeschön, Morgan. Herzlichen Glückwunsch. Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Dankeschön. Crafting-Rezeptsammlung. Sehr schön. Alles nehmen und weiter. Na dann, möchtest du vielleicht noch ein Foto, so bevor ich wieder gehe, mit mir? Das sieht gut aus. Smile. Yay, wir haben Morgan Freeman als unseren Freund. Ich bin begeistert. Was kann ich bei dir kaufen? Eine Flasche mit Orgasmuskel. Wahnsinn. Ich möchte definitiv nicht Batas Sperma trinken. Aber das dürft ihr... das darfst du gerne weiterverkaufen. Das ist mir recht. Ich guck dann nochmal ganz kurz aufs Klo, was hier so abgeht. Da hängt auch wieder so ein... Diese Poster hängen überall und die kann ich sogar mitnehmen. Genau, die müssen wir auch sammeln. 10 von denen müssen wir finden. Kannst du meine Gedanken lesen? Ja, wunderbar, diese Bilder. Oh mein Gott, wie super. Und dann können wir hier noch kurz kacken gehen. Neues Kack-Minispiel. Ist das sogar ein neuer Schwierigkeitsgrad? Ich weiß es gerade nicht. So eine benutzte Toilette in der Öffentlichkeit, könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht... Ich krieg das gerade nicht hin, ne? Ah, doch, super. Haben wir noch hinbekommen. Dankeschön. Aber ich glaube nicht, dass das noch klappen wird. Da habe ich mich beim ersten einfach viel zu blöd gerade angestellt. Komm schon. Schneller. Das war der falsche Knopf, ja. Und damit ist es eigentlich vorbei. Ich habe kaum mehr Zeit. Also die grüne Leiste ist eben die Zeitleiste, die immer runtergeht. Und die kann ich hier zwischendurch immer kurz aufladen. Aber ansonsten, das wird spannend, ob ich das noch hinkriege. Komm, lad die grüne Leiste auf. Lad sie auf. Jetzt muss ich schnell checken, was abgeht. Nee, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Nee, das war... Wow. Das war absolut kacke. WTF. Das war schwierig. Das probieren wir gleich nochmal. Nice. Damit habe ich mal richtig hier einen abgeseilt. Wünsche den Morgan Freeman damit... Nein, ich wollte nicht. Wünsche dem Morgan Freeman damit sehr viel Spaß, das wieder sauber zu machen.
Und wir setzen unsere Reise durch South Park fort. Vielen Dank, dass du mir das Craften beigebracht hast. Auch wenn ich das richtig unnötig und sinnlos finde. Aber hey. Eine Sache. Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen. Wow. Krass. Danke für den Tipp. Würde ich dann mal sagen. Alles klar. Wollen wir in die Richtung weitergehen? Wir müssen eigentlich in die andere Richtung, aber... Ich würde spontan sagen, wir gucken hier sogar mal weiter. In das Fotodojo. Da war uns ja, wo uns ja eins dieser Pädophile angesprochen hat. Da oben ist ein Bild von Lord. Sehr schön. Du bist wirklich fotogen. Dankeschön. Bist du auch pädophil? Wie wäre es mit unseren neuesten Sachen? Ich gucke mir es gerne mal an. Ich glaube aber nicht, dass ich mir was kaufen werde. Hier haben wir ein Bild von Butters mit Maul der Bösartigkeit. Oh, das Lied kenne ich, glaube ich. Ich weiß aber gerade nicht, welches das genau ist. Und dann natürlich hier wieder mega überteuerte Sachen. Aber die kann ich mir tatsächlich leisten. Sehr cool, dann kaufen wir den Photoshop einfach mal leer. Würde ich sagen. Da oben ist so ein... Ich glaube, das sind sogar 1:1 dieselben Bilder wie im ersten Teil, oder? Na, wobei... Also da oben ist ein, dieses Gleiten. Ich weiß gerade nicht, wie das hieß. Ah, da gab es auch eine Folge. Dann hier PC Principal, den kenne ich. Da oben ist Turd Sandwich gegen, also die, das Kotstullen Sandwich gegen den Rieseneinlauf. War das, soweit ich weiß. Und da drüben hat sich gerade, also das Bild ganz rechts in der zweiten Reihe. Das ist die Reality, wie sie sich aufgehangen hat. Weil niemand sich mehr um die Realität kümmert. Oder sowas. So, dann nehme ich noch das hier mit. Vielen Dank, Craig und Tweak Genital Rabu. Dankeschön. Das freut mich. Gut, aber hier würde ich dann auch gerne mal Schluss machen. Ich glaube, es reicht, in die Richtung erkundet zu haben. Wir gucken uns noch das Haus hier an. Und dann passt das. Ja, schon wieder die San Diego Musik. Die kennen wir langsam. Ich verurteile dich nicht. Jeder nach seiner Fasson. Naja, ich würde als Dr. Who rumrennen, wenn ich es könnte. Wenn das nicht seltsam wäre, dann würde ich mich als Dr. Who verkleiden. Ja. Alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg, um unsere Quest endlich abzuschließen. Ich mag das einfach nicht, wenn man so einen großen Bereich hat, den man ablaufen muss. Also, ne, ihr merkt es ja auch gerade. Ich habe einfach viel zu viel zu tun und eigentlich, was diese Parts betrifft, viel zu wenig Zeit, um alles zu tun, was ich derzeit machen kann. Deswegen, ja, ich spiele es auf meine Art und wen meine Art nicht passt, der sollte sich bestenfalls jemand anderen als Let's Player suchen, der dieses Spiel Let's Playt. Gibt ja genug. Trotzdem würde ich mich freuen, wenn ihr bei mir bleiben würdet. Das wäre auf jeden Fall schön. Tauli meldet sich wieder zu Wort. Mit den Knallerbsen kannst du Feuer machen oder ein Feuerwerk starten. Versuch's mal. Ah, sehr schön. Nein. Das ist doch so ein... Was ne Pussy? Ja, es ist doch so ein Sechsklässler, ganz klar. Bin ich blöd? Und die müssen wir in die Luft sprengen, damit die schon ein bisschen Damage vorab nehmen. Das hätte besser klappen können. Aber gut. Dann starten wir einfach so den Kampf. Wir können den Plan ändern, weil wir jetzt mehr Leute in unserem Team haben. Aber ich glaube, wir kämpfen einfach, komm. Das sind die ersten Kämpfe, die sind ja... Einer ist vorgeschwächt, das dürfte eigentlich kein Problem geben. Naja. Na, dann bin ich gespannt, was ich jetzt noch drauf habe. Es ist schon ein bisschen her, seit ich jetzt das letzte Mal gespielt habe. Deswegen kann sein, dass ich vielleicht nicht mehr allzu gut bin. Aber ich war ja eh noch nie richtig gut in diesen Kämpfen. Wir gucken einfach mal. Den werde ich an dir abbauen. Okay, Kollege. Ganz ruhig. Ich werde dir dabei helfen, deinen Stress abzubauen. Heißt ja, wir haben Platz getauscht? Interessant. Ihh, Schnodder. Ganz ruhig, ich will nicht sterben. Nicht jetzt. So, du brennst schön in der Hölle, mein Freund. Ich bin gespannt, ob wir in die Hölle kommen. Das gab's ja im ersten Teil nicht. Die Hölle und den Himmel.
Ich bin drin. Eigentlich gehört Satan ja schon so gut wie möglich dazu zum Franchise, ne? Muss man schon sagen. Satan ist eigentlich ein relativ wichtiger Charakter, was das Franchise von South Park betrifft. So, einmal kurz mich selbst heilen. Das sieht gerade gar nicht gut aus. Tut mir nicht leid, was jetzt kommt. Mit Craig mache ich dann... Ja, ich habe keine Ahnung, was mache ich mit Craig? Ich kann einmal hier so einen Kick machen anscheinend. Ja komm, dann mach das. Ich hab genug von dem Tag. Here we go! Ich hab den, glaube ich, gerade gegen Timmy geprügelt. Keine Ahnung, ob das gut war. Keine Ahnung, aber den hier kann ich zu Tode prügeln. Dann machen wir das doch mal. Zack, zack, zack! Au! Das gibt garantiert eine Narbe. Sehr schön. Bin angewidert. Die Effekte waren auch im ersten Teil irgendwie besser. Weil im ersten Teil haben die auch wirklich was gebracht. Hier habe ich irgendwie das Gefühl, die sind einfach nur da, damit sie da sind. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach dieses Gefühl. Naja. Ich kann mit Fastpass nicht wirklich was machen. Von der Position. Das heißt, ich sollte ihn vielleicht hier hinstellen. Dann kann ich den hier erledigen. Sehr schön. So, wer darf als nächstes? Der Schlägertyp und der bringt mich um eiskalt. Ärger dich nicht, Arschlord. Alter. Kacke. Bin jetzt nur ich tot oder ist die komplette Schlacht verloren? Ich glaube, ich bin einfach nur ich tot. Okay. Das war wieder sehr gut von dir. Warum bringen sich die eigentlich immer selbst um? Ich verstehe das nicht. Das ergibt einfach absolut keinen Sinn. Hä? Das sind einfach dumme Sechsklässler. Nee, den Sechsklässler will ich definitiv nicht heilen. Den würde ich gerne totprügeln. Zack! Das Beste an dem Drachen sind die Laser. Okay. Ich bin dran. Ja, ich kann die gerade nicht angreifen, weil irgendwie alles blockiert ist. B. Nee. Y. Auch nicht. X. Ja, blöd, wenn hier alle Felder blockiert sind. Dann, da hilft nichts. Muss ich abbrechen eigentlich, ne? Ich würde mich eigentlich gerne hier hinstellen. Okay, es funktioniert. Okay, Blitzfreak. Alles liegt an dir. Hau rein, Kollege. Wo ist die Leidenschaft? Bin unsichtbar, als ob das ein Effekt ist. Ja klar. Das ist aber ein cooler Effekt. Alles okay, Super Craig? Klar, mir geht's super. Ich ist aber nicht so. Du klingst ein bisschen krank. Okay, ich kann einen Special-Effekt von Human Kite zünden? Na dann. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist wie so eine Ultra-Attacke von Pokémon Go. Nicht Pokémon Go, von Pokémon Sonne und Mond. Wenn man da eine Ulti zündet, ne? So eine Z-Attacke. So sehen die aus, teilweise. So, Kollege. Das war's. Das habe ich kaum gesehen. Steh auf, meine Arsch, wir haben gewonnen. Ich hab mich ja wiederbeleben können, aber muss ich nicht. Unwichtig. Wir haben 10 Cent von ihnen bekommen. Wow, das hat sich gelohnt, gegen die zu kämpfen. Das wirkt einfach so wenig, 10 Cent, aber ich merke schon, in diesem Spiel ist es nicht so leicht, an viel Geld zu kommen wie im ersten Teil. Da hatten wir ja am Ende irgendwas mit 2000 oder sowas um den Dreh. Also ich merke schon, das ist nicht so einfach. Ihr Kinder und euer Kunstagram. Ich konnte mich nur auf MySpace ausdrücken. Ja, da musst du mit dem Flow gehen. Im Flow der heutigen Zeit. Komme ich da irgendwie hoch auf die Bühne? Sieht nicht so aus. Alles klar. Ich nehme einfach mal an, ich kann mit den kleinen Mädchen hier Freundschaft schließen. Ein Kunstagram-Selfie machen, oder? Komm schon. Nein, nein. Du bist nicht die Einzige. Ich kümmere mich auch drum. Wir sind an den Fall dran. Alles klar. Die Luft in dieser Stadt besteht zu 50% aus Darmwinden. Wir sind ja ein bisschen mit selbst dran schuld, ne? Alles klar. Hier wieder eine Posterwand, die wir uns diesmal leider nicht genauer angucken können. Aber hier ist ein Bild von Freak und Token. Nee. Token und... Nee, Token ist falsch. Von Tweak und Craig. So. Hanabi-Walzer. Ich finde diese Bilder teilweise echt verstörend. Da drüben sind... Da sind Poster drauf, auch aus der neuen Serie. Also aus den neuen Staffeln hier, die Member Berries. Dann einmal diese
Pop-Ups, die sich selbstständig gemacht haben. Ich glaube, Demian sehe ich da auch gerade und dann natürlich noch Kuhn und Mysterion. Wer sind die zwei legendären Superhelden der Stadt South Park? Eine wichtige Frage, die sich den Menschen wohl nie beantworten wird. So, was haben wir hier? Da hat wohl irgendjemand seinen Trainingssack vergessen. Das ist halt echt ein großer Rucksack. So wird er gerade von irgendjemandem, der da gerade, weiß ich nicht, campt oder so, einfach mal kurz geplündert haben. So, was gibt's bei der Bürgermeisterin? Da war ja eigentlich, Fastpass schon dort. Mit Barack Obama, das Bild da oben. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Warum? Weil ich die Vase kaputt gemacht habe? Hervorragende Arbeit, weiter so. Kompendium der Kisten. Okay. Kann ich mit den Typis hier, ich kann Wenn echt mit denen hier... folg ich dir auch nicht. Alles klar. Frau Bürgermeisterin, ich habe die Stadt gerettet im ersten Teil. Wollen Sie mit mir ein Foto? Wenn du immer fleißig lernst, dann wirst du vielleicht auch mal Bürgermeisterin von einem Kuhkaff. Darauf kann man ganz bestimmt stolz sein. Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Okay, so einfach wird das wohl nicht, mit der Bürgermeisterin Freundschaft zu schließen. Dann setze ich meine Reise einfach mal fort. Schadet ja nicht. Ich wünsche dir viel Glück. Für was? Du hast doch keine Ahnung, was ich mache. Okay, hier ist anscheinend jetzt die erste Grenze, was das angeht, oder? Wobei, wir können sogar rüber. Wir müssen sogar hier rüber, wenn ich mal ganz kurz hier auf die Karte gucke. Hier kommt das Polizeiamt und hier drüben ist dann die Kirche und zur Kirche müssen wir wegen einer Sidequest. Jetzt ist die Frage, will ich die Kirchen-Sidequest starten? Ach komm, wir stehen eigentlich so kurz davor, es wäre blöd, jetzt wieder umzudrehen, oder? Ja, das wär's eigentlich. Deswegen denke ich einfach mal, jetzt gucken wir noch ganz kurz in die Polizeistation und beim nächsten Mal sehen wir uns dann ganz einfach die Sidequest an. Also, was heißt Sidequest? Die Hauptquest in der Kirche. Keine Ahnung, was uns dort erwartet. Alles klar. Moin, moin, Polizisten. Du hast einen Beamten angegriffen. Bist du denn verrückt? Ja, wenn ihr nicht mit mir reden wollt, dann tut mir das leid. Auf der Polizeistation war ja damals der Weihnachtsmann. Die Polizeistation ist auch erstaunlich klein geworden, wenn man sich das hier mal so ansieht. Oh lol, da ist der Typ mit dem Arschgesicht, der gesucht wird. Beziehungsweise er wird ja nicht gesucht, sondern der hat ja sein Kind verloren. Super. Das sind alles Anspielungen, die ich kenne, das ist schön. Promoters needed. SPPD. Kennt man das? Sprich mit Mr. Adams in der Polizeiwache. Ich kann mir gut vorstellen, dass man das kennt. Aber irgendwoher kommt mir dieses Gesicht auch bekannt vor. Ich kann euch leider nur nicht sagen, woher. Und da sind ein paar Typis gesucht. Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Okay, anscheinend muss ich deine Sidequest beenden. Wahrscheinlich alle Typen, die in der Stadt gesucht sind, für dich fangen, oder? Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Schon durch. Ist das dein Ernst? Wow. Das ist ja gut gesichert. Die Fresser zum Polacken? Schlitzaugen schön und gut, aber Nickerweiber haben größere Muschis. Naja, mit dem Hauptofficer reden wir später. Erstmal wieder alles plündern, wie sich das gehört. Hier ist auch was zum Plündern, sehr cool. Verzieh dich. Würde aber gerne ein Foto mit dir machen. Erstmal wen fest, dann vielleicht. Alles klar. Okay, kann ich hier irgendwas abschießen vielleicht? Mich so ein bisschen vergewissern. Da drüben geht auch einiges ab schon, ich sehe schon. Und ich glaube auch, dass wir hier die Quest bekommen, dass wir hier die Typen auf der Tafel, dass wir die einfangen müssen. Kann ich mir gut vorstellen. Und da sind auch ein paar Kinder vermisst, oder? Na, Kinder würde ich jetzt nicht behaupten. Das hier ist ein Mexikaner. Das Bild, was da so ein bisschen schief hängt. Kann ich euch denn irgendwie helfen, Officers? Oh, wen haben wir denn da? Ja, noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Habe ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt übler Bursche.
Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Wem gehört das Haus neben Mr. Slave? Oh, wenn ich das jetzt noch wüsste. Keine Ahnung, leider. Bin mir auch nicht sicher, wie viel ich jetzt voraufnehmen möchte. Deswegen, wenn ihr es auch nicht genau wisst, dann gerne mal eure Thesen in die Kommentare. Ansonsten, wenn ihr es genau wisst, dann haltet es geheim. Spoilert mich nicht. Allgemein, was das Spoilern ja angeht bei diesem Spiel, da es eine komplette South Park-Folge ist, bitte ich euch drum, mich da so oder so weitestgehend nicht zu spoilern, was denn dann der krasse Plot-Twist ist, weil das ist ja gerade das, was dieses Spiel ausmacht. Und wenn ich direkt schon den Plot-Twist wüsste, das wäre ja... Ne? Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass das dann langweilig wäre. Dann müsste ich dieses Spiel ja gar nicht spielen. Weil dann könnte ich mir auch einfach ein Walkthrough zu dem Spiel ansehen und... Es würde auf dasselbe hinauslaufen. Ich denke, ihr versteht mich. Hier irgendwie dann ein Bild. Das nehmen wir natürlich mit. Hinfortgefegt. Ja, ja, ich habe schon recht viele von denen eigentlich verpasst, was das angeht. Da müssen wir dann später gucken. Und hier kann ich mir Sachen rauslassen. Sogar schon angefertigte Sachen. Das ist sehr hilfreich. Dann muss ich mir den ganzen Scheiß nicht selbst craften. Ich mag das ja überhaupt nicht. Ihr habt es, glaube ich, mitbekommen. Alles klar. Was gibt's auf den Toiletten? Wahrscheinlich wieder ein bisschen was zu kacken. Dann werden wir das natürlich auch machen. Beziehungsweise, ich glaube, ich werde einfach offscreen kacken. Weil es ist ja langweilig, wenn ich jetzt hier die kompletten Parts einfach immer damit vergeude, dass ich hier einfach kacke. Ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Hier geht's rüber zur Frauentoilette. Hätten wir da nicht reingekonnt normalerweise? Oder wie muss ich das verstehen? Was haben wir hier? Eine Yolanda-Perücke. Okay. Das ist doch bestimmt so eine Anspielung an den Polizeiofficer, der sich da mal als eine Frau verkleidet hat, oder? Bestimmt. Und da ist eine Frau dahinter, ne? Ich seh's doch. Ich seh da doch durch. Dass da eine Frau in der Toilette ist. Hier können wir auf der Frauentoilette kacken. Das mache ich, wie gesagt, offscreen, weil ansonsten strecken wir gerade den Part ins Unendliche. Und hier? Nice verarscht, würde ich sagen, Spiel. Ein Yolanda-Kleid. Die Toilette kann ich auch gar nicht benutzen. Okay, was wäre gewesen, wenn ich von vorne reingekommen wäre in die Toilette? Eine ganz kurze Frage. Ah, okay, die ist einfach abgesperrt. Gut gesichert, würde ich mal behaupten. Gut, dann gucke ich mir noch die andere Tür an. Das Polizeioffice würde ich dann doch gerne heute abschließen. Hier haben wir eine ganze Menge Spins. Leider kann ich keinen davon öffnen. Wieder einen Automaten, der leider dasselbe beinhaltet wie der Automat auf der anderen Seite. Ein langer, dunkler Gang. Keine Ahnung. Ein Interview in Progress, Softroom. Hallo und willkommen, ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Hi. Kein Problem, sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Mich interessiert die kleine Puppe, die du hey, da hast. Püppelchen, mach's dir gemütlich. Karens Puppe, wichtiger Gegenstand. Okay. Ich glaube, wir werden mit dem Polizeioffice heute doch noch nicht fertig. Dann würde ich behaupten, ich beende hier den Part. Bedanke mich fürs Zusehen. Das war South Park, die rektakuläre Zerreißprobe für heute. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es weitergeht. Und wir uns das Polizeioffice und wahrscheinlich die Hauptaufgabe in der Kirche ansehen. Bis dahin, tschüss, euer Ultra.